not stead or hold. In the light of this moon, my mind keeps searching, but my heart decides. Ich wurde Anfang der 60er Jahre geboren und wuchs mit einem Bruder in einer klassischen Arbeiterfamilie auf. Und das war toll. Doch während mein Bruder seine erste Freundin hatte, stellte ich fest, dass ich mich eigentlich mehr für Männer interessiere. Das war in den 70ern schwierig. Gleichgeschlechtliche Liebe war per Gesetz verboten. Man konnte dafür sogar verhaftet werden und ins Gefängnis kommen. Meine erste große Liebe, das war der Franz. Wir mussten unsere Liebe aber geheim halten und trafen uns heimlich an abgelegenen Orten. Hörst du das? Ja, na, was denn? Nichts. Absolut nichts. Ist diese Stille nicht wunderschön? Es ist schön, mit dir hier zu sein. Hallo Burschen. Schönes Platzl da. Ja, schön hier. Ja, so romantisch, gell? Müsst mit der Freundin herkommen, dass du das genießen kannst da. Also, tschüss. Alles Gute euch, gell? Ja. Damals war es fast unvorstellbar, dass Männer Männer lieben können. Sowas gab es in der Vorstellung der breiten Gesellschaft nicht. Wir flogen also unter dem Radar, immer auf der Hut. Doch eines Tages passierte es dann doch. Hallo. Hallo, servus. Bitte. Ich hätte gerne einen Spritzer. Zum Wohl. Später. Polizei, keiner verlässt den Raum. Na, sieh mal einer an. Die Hinterlader beim Beladen erwischt. Rauskommen, ihr seid verhaftet. Sie wissen, warum Sie hier sind? Paragraph 175. Widernatürliche Unzucht zwischen Männern. Das geht sogar bis zum Gericht. Haben Sie das verstanden? Aber das muss nicht sein. Nein. Es gibt einen Ausweg. Sehen Sie. Einverständniserklärung zur Kastration. Die Staatsanwaltschaft ist sehr kooperativ, wenn Sie es sind. Sie haben die Wahl. Ich hatte die Wahl. Kastration oder vor Gericht und riskieren, ins Zuchthaus zu kommen. Ich entschied mich für Zweiteres. Und dann passierte das Wunder. Der Paragraph 175 wurde genau einen Monat vor meiner Gerichtsverhandlung abgeschafft. Alle Klagen wurden fallen gelassen und ich wurde aus der Haft entlassen. Heute lebe ich ganz offiziell mit Franz zusammen. Der Paragraph 175 ist Geschichte. Liebe zwischen Männern ist nicht mehr verboten. Homophobie und Diskriminierung begleiten uns jedoch allgegenwärtig. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir irgendwann in einer Welt ohne Vorurteil und Hass leben werden. In einer Welt, in der Liebe keine Geschlechter kennt. Mine is lost to time, our home is in the space. The birdie walks the line, just use those wings and rise. Ooh, mother, open your eyes. Ooh, mother, this magic's just begun. Ooh, mother, reach for. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own.